Shalom und herzlich willkommen zurück zu Chaos auf Deponia, baby, yeah. Okay, wir haben es endlich geschafft, wir haben die Delfine bereit gemacht. Wir haben im Lotto gewonnen. Wir haben den Funkmast repariert. Und jetzt... Okay. Und jetzt bereiten wir uns darauf vor, endlich in die Schlacht zu ziehen. Also so, mehr oder weniger. Hallo Toni. Und, wie arbeitet es sich so unter meiner weisen Führung? Nichts Neues. Ich muss los. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Anführen und so. Was denn? Keine zynische Schlussbemerkung? Ich wollte mal was anderes probieren. Ich dachte, dann verschwindest du vielleicht schneller. Tja, hat nicht funktioniert, wa? Nope. Nicht so richtig. Hey, Janosch! Ah, Ruvus, tut dem Organon und so. Ich geh dann mal Tauchboote jagen. Du das. Viva la Revolution! Vielleicht könnte ich auch so wie Janosch reden, wenn ich mir eine Kartoffel in den Mund stecke. Da stinkt der Klaff, der Kron. Eins, wo kriege ich jetzt eine Kartoffel her? Und wenn ja, wie viele? Okay. Alles klar, Schiffsteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Wie geht es jetzt weiter? Der Funkmast ist präpariert. Yep. Die Torpedodelfine sind startklar. Ich glaube, wir sind jetzt bereit, deine Freundin zurückzuerobern. Oh, so wie du das sagst, klingt das richtig romantisch. Oh Himmel. Ich fange langsam an, diese Dinge als normal hinzunehmen. Verkehrt ist es nicht, ja. Zurück an die Arbeit, Matrose. Aber ich bin der. Ach, was rege ich mich auf. Genau. Doc? Ah, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Ich mach dann mal... Halte mich auf... Okay. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Na klar. Die Torpedodelfine sind bereit und ich kenne die Position des Tauchboots. Na, dann wollen wir mal. Auf zum Angriff! Die Jagd kann beginnen. Ich muss nur einen einzigen Delfin in das Planquadrat des Tauchboots schicken und dann... Und dann haben wir ein Minispiel. Yay, endlich können wir unsere coolen Torpedos ausprobieren. Aber Moment mal. Ist es nicht, dass Delfine äußerst wendige und intelligente Tiere sind? Diese hier wirken träge und sperrig. Sie können sich in jeder Runde nur ein Planquadrat vorwärts bewegen oder alternativ um 90 Grad auf der Stelle drehen. Und das auch nur auf Kommando hin, dass Rufus ihnen mit Hilfe der Knöpfe unten rechts gibt. Das muss an Tonys Training liegen. Gelingt es dir trotzdem, das Subboot zu fangen? Steuere einen Delfin direkt auf das Planquadrat des Tauchboots und sei nicht zu vorsichtig. Kollateralschäden können später immer noch vertuscht werden. Okay. Kann ich hier... Das müsste das Tauchboot sein. Das sind meine drei Delfine. Okay. Der dreht nach vorne. Der geht nach vorne. Okay. Nach vorne. Nach vorne, wir cornern das Vieh. Ja, genau so. 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 Okay, jetzt haben wir den da. Den machen wir auch.
Mikrofone, wenn der andere Delfin drauf ist? Nope. Also auch. Dann drehen wir und den schicken wir nach vorne. Drehen wir auch nochmal. Ich kann das nicht mehr machen, ist das blöd. Ist der, kann ich den überspringen oder so? Er verliert den Zug, okay. Gut. Nein! Warum? Das war ein voller Erfolg. Meinst du, es könnte meine Chancen bei Goal verringern, dass ich einen Teil von ihr mit Torpedos zum Kentern gebracht habe? Normalerweise würde man so denken, ja. Immerhin ist sie zur Hälfte ein Drittel deiner Freundin. Oder wie auch immer ihr eure Beziehung nennt. Wahrscheinlich müsste man ein neues Wort erfinden. Verwechslungsdramödie. Das klingt sehr gut. Ach du je. Ja, ganz viele Sachen. Gut, wir haben das Tablet aufgespürt. Ja, haben wir effektiv gemacht. Tauchboot kapern. Tauchboot entern. Oh yeah. Aber ich gucke mich vorher noch um. Eine schnöde Kerze? Bei dieser steinzeitlichen Ausstattung muss ich froh sein, dass die anderen nicht paddeln müssen. Und so. Ein Tauchanzug. Praktisch. Und so. Okay, was haben wir noch? Stille Wasser sind nur zu feige, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ja, ich nehme mal die Kerze mit. Was hast du vor? Willst du endlich das Deck schrubben? Natürlich nicht! Oder den Abwasch machen? Träum weiter! Dann willst du dir also die Hände waschen. Jetzt hör aber mal auf! Warum kannst du mir nicht einfach die schöne Vorstellung lassen, dass dieser Wasserhahn einen tatsächlichen Nutzen hat? Entschuldigung. Ja, aber echt mal. Das muss ein ganz schön großer Wurm sein, der an diese Angel gehört. Das wird lustig. Was ist denn? Das sollte ein Klingelstreich werden. Oh, lustig. Und wie geht's jetzt weiter? Tja, eigentlich war das schon alles. Toll, das hast du sehr gut gemacht. Okay. Das ist eine Angel für Menschen, die es eilig haben. Nah dran. Es ist ein Tauchkran. Ach ja? Und warum habe ich dann damit vorhin einen Baby-Orca gefangen? Weil du ein unverbesserlicher Störenfried bist. Dann verbessere mich doch nicht ständig. Sehe ich da erste graue Haare im Bart? Ich könnte schwören, dass die letzte Woche noch nicht da waren.
Woher die Bus kommen? Hey, Boso! Endlich wieder gemeinsam auf Kaperfahrt, was? Genauso wie früher. Tja, wir kennen uns zwar erst ein paar Tage, aber ich weiß mittlerweile, dass es keinen Sinn macht, dich in diesem Zustand zu unterbrechen. Deswegen werde ich einfach im selben Tonfall weiterreden und hoffen, dass du bald wieder zu Verstand kommst. Hehe, guter alter Boso. Du hast dich wirklich kein Stück verändert. Ja, okay. So weit, so gut. Aber wie komme ich da jetzt rein? Hast du es schon durch die Luke probiert? Ja, aber ich probiere es vielleicht nochmal. Nur zur Sicherheit. Ich probiere mal was. Genau. Das. Ich suche schon mal Deckung. Das wäre natürlich die einfachste Möglichkeit. Nur noch diese Luke trennt mich von Golds dritter Datasette. Und es ist viel zu einfach, aber. Verdammt, zu. Zu für meinen Geschmack. Ich finde schon einen anderen Weg. Und ich befürchte, ich weiß es. Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Passt. Ja, ich befürchte, dass ich weiß, was ich machen muss. Und zwar... Ohne Ausrüstung springe ich da jetzt nicht rein. Ich hasse es, mir Glassplitter aus den Haaren zu pulen. Das hat mir die letzten drei Besuche im Spiegelkabinett vermiest. Ja. Okay. Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Wow. Und ich dachte, es sei mein alter Taucheranzug. Ich bezahle dich ja auch nicht fürs Denken. Du bezahlst mich eigentlich für gar nichts. Was Denken mit einschließt. Ja. Okay, was hast du vor? Ich gehe jetzt da runter. Vielleicht gibt's eine Hintertür. Bei einem Tauchboot? Klingt irgendwie unlogisch. Ja, aber wie du ja sicher weißt, sind die Gesetze der Logik unter Wasser außer Kraft gesetzt. Nein, sind sie nicht. Blub, 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 blub. Und jetzt hör auf mit dem Unterwassergewäsch und lass mich einfach runter, okay? Na gut, auf dein eigenes Risiko. Braune Brühe. Wir haben einen Knopf, Schläuche. Nein, nicht. Okay. Ja, ich habe jetzt hier unten kein Inventar, also... Der Knopf bringt nichts, nur mal da hoch. Wie eine Geburt, nur anders. Okay. Der Schlauch ist zu kurz. Hätte das gedacht? Dann verbinden wir doch einfach mal. Ja, langer Schlauch, damit kenne ich mich aus. Okay. Was hast du vor? Willst du endlich das Deck schrubben? Natürlich nicht. Oder den Abwasch machen? Träum weiter. Dann willst du dir also die Hände waschen. Jetzt hör aber mal auf. Warum kannst du mir nicht einfach die schöne Vorstellung lassen, dass dieser Wasserhahn einen tatsächlichen Nutzen hat? Entschuldigung. Geht doch. Ohne Ausrüstung springe ich da. Ich hasse es mir. Das hat mit stille Wasser... Was hält denn Doc von der Idee? Wie sieht's aus? Es ist alles bereit. Sobald wir die dritte Datasette in Händen halten, kann die Operation beginnen. Sauber! Jupp. Alles gut bei dir? Und wie? Das ist alles so spannend! Fast schade, dass es bald vorbei ist. Wir müssen nur noch die Luke aufbekommen, dann kann dich Doc wieder zusammensetzen. Ich fürchte, Lady Gold wird's uns nicht ganz so einfach machen. Keine Sorge. Wenn ich erst einmal meinen Charme versprühe, ja, wird sie schon weich werden. Du, Rufus, ich weiß nicht... Vertrau mir. Das wird ein Kinderspiel. Ähm...
Oh, ein Topf. Das Bigosch war furchtbar. Das war kein Bigosch. Das war Dichtmasse für Golds Operation. So hat es auch geschmeckt. Da sind nur noch Reste drin. Tatsächlich? Was ist dann aus meiner Dichtmasse geworden, die ich darin angerührt habe? Sei mal nicht so hart zu dir. Ich habe schon Schlimmeres gegessen. Ich will den Topf mitnehmen. Da sind nur noch Reste drin. Tatsächlich? Was ist... Sei mal nicht... Ich habe schon... Ach. Hier, steck mal eine Kerze rein. Der Topf ist ja noch heiß. Vielleicht reicht es aus, um die Kerze anzuzünden. Ich meine, einzuschmelzen. Gut, jetzt haben wir einen Topf mit Wachs. Jetzt habe ich doch tatsächlich einen Topf voll flüssigen Wachses. Von diesem Augenblick habe ich immer geträumt. Mhm. Und jetzt, wo er da ist, fühle ich mich irgendwie gehemmt. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was Rufus damit vorhat. Ich schick mal die Delfine woanders hin. Hey, ich sagte woanders hin. Verdammt, die lassen sich nicht mehr fernsteuern. Ich habe wohl alle Züge aufgebraucht. Hm. Schade eigentlich. Okay, wir haben ja jetzt den Schlauch im Wasser. Das heißt, wir springen nochmal in den Tauch. Bereit für einen weiteren Tauchgang? Na gut. Auf dein eigenes Risiko. Blub. Mal schön lecker in die Pool rein. Ich kann ja hier unten aber auch gar nichts machen, außer Knopf drücken. Ist sie gerade aufgegangen? Oder auch nicht. Kurios. Was ist für ein Schmatzgeräusch dazu? Was mit dem Topf für Wachs machen? Es ist Bosos Topf, also muss er auch abwaschen. Es ist Bosos Topf, also muss er auch abwaschen. Hm. Hm. Dafür brauche ich keinen Wachs. Ich wachse doch bereits mit meinen Aufgaben. Dafür brauche ich keinen Wachs. Ich wachse doch. Seinen Rücken zu enthaaren, müsste ich schon härtere Geschütze auffahren. Eine Heckenschere zum Beispiel. Oder einen Flammenwerfer. Flammenwerfer klingt sehr gut. Es ist Bosos Topf, also muss... Es ist Bosos... Ich behalte die Sachen lieber am Mann. An Bord scheint sich ein Langfinger herumzutreiben. Seinen Rücken zu enthaaren... Eine Heck- oder ein... Dafür brauche ich Wachs... Die Idee taucht nix. Kann ich denn da mit dem heißen Wachs machen? Hey Doc, ich hätte da etwas Wachs für dich. Danke, kein Bedarf. Ja? Und wie willst du dann jemals wachsen? Wachsen im geistigen Sinne bedeutet nicht größer werden, sondern kleiner werden. Ja. Du bist voll klein. Okay. Bowl muss nicht mehr wachsen. Hm. Oh, na endlich! Du könntest das nächste Mal ruhig Bescheid sagen, wenn du mein Bewusstsein umschaltest. Ich versuche dran zu denken. Wir müssen nur noch die Luke... Du unterschätzt Lady Goal. Ist die Luke immer noch nicht auf? Ich arbeite dran. Warum dauert das so lange? Du kriegst doch sonst immer alles kaputt. Ja, ich bin schon lässig. Hm, das bin ich. Aber wirklich was gebraucht hat es jetzt nichts, oder? Das könnte Golds Gefühle für mich aufwärmen. Oder aber den Sockel ihrer Gedächtnischips zusiffen. So oder so, es war eine gute Idee. Ja, können wir den Schlauch wieder mitnehmen?
Okay. Okay, ich habe einen Plan. Bist du dir sicher, dass du das Wort Plan richtig benutzt? Nach meinen Beobachtungen könnte es genauso gut Kater, Epilepsieanfall oder Stein im Schuh heißen. Vertrau mir einfach. Die Delfine wollen doch unbedingt eine Zielscheibe haben, nicht wahr? Ich präsentiere Ray Coulson, die im weitesten Sinne menschliche Zielscheibe. Ich nehme alles zurück, was ich jemals über dich gesagt habe. Aus Angst. Können wir die erst mal putzen? Da ist jetzt kein Platz mehr für mich. Das ist eine Angel für Menschen, die... Nah dran. Ach ja? Weil du... Dann verbiss... Hey, Boso! Hey, Rufus, was liegt an? Die Luke ist zu. Das ist schlecht. Ich dachte, du seist der große Experte im Entern von Schiffen. Seht mich an! Ich bin ein Pirat! Ich habe einen buschigen Bart! Und alle haben Angst vor mir! Klinge ich wirklich so, wenn ich rede? Im Moment klingst du eher so. Ich bin ein nutzloses Walross. Ich habe einen buschigen Bart, aber meine Flossen sind zu ungeschickt, um einen Kamm zu halten. Vielleicht sollte ich mir den Bart wirklich mal wieder kämmen. Die Delfine scheinen mich nicht zu mögen. Seltsam. Angeblich sind es doch so friedliebende Tiere. Was mache ich denn bloß wegen dieser Delfine? Keine Ahnung. Die Viecher scheinen es ja wirklich auf dich abgesehen zu haben. Ich probiere mal was. Tu das. Ich suche schon mal. Okay, da ist jetzt irgendwas passiert. Nee. Machen ohne Hinweis weiter. Ich bitte euch. Das ist eine Vogelscheuche. Wow. Ich bezahle. Du bezahlst. Was denkst du? Verdammt. Zu. Zu für meinen Geschmack. Ich finde schon einen anderen Weg. Ja, das wirst du, Rufus. In der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abgegrüßt, Rinjahauen und so. Tschüss.